Show und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Love Cooking. Ich zeige euch heute, wie man Karotten oder Möhren, nennt es wie ihr es wollt, ja, blanchiert, aber nach meiner Art. Also, Karotten genau wie Domenico sie macht, ja. So, als erstes fangen wir an und wir schälen die Karotten. Dafür brauchen wir Karotten oder Möhren, ja, hier, Sprudelwasser mit Kohlensäure, Knoblauch, Butter, der gute, schöne Honig, super, Salz, Pfeffer, schöne Körnchen, ja, also ganz viele verschiedene Salatkörner, ja, bisschen Pinienkerne, bisschen Sonnenblumenkerne. Salbei, Oregano, Thymian. Wartet mal ab, ich schneide weiter. Jetzt geht's weiter. Zack, zack. Wir schneiden jetzt erstmal die Enden ab. Und dann schneiden wir uns Streifen. Ja, also einmal in die Mitte durch. Genau so. So schneide ich jetzt alle Stücke. Nachdem wir die Möhren geschnitten haben, wird die gute Pan wird jetzt heiß gemacht. Juhu! Könnt ihr das auch? Könnt ihr das auch? Ne, das mache ich nicht. Wir machen jetzt die Butter rein. Lassen die jetzt schön schmelzen. Und ich fange an und schneide mir schon mal meine Kräuter. Ich nehme ein bisschen Salbei, ein bisschen Oregano, Thymian, und mache mir schon mal alles schön parat, dass ich das gleich schön zerschnibbele. Ja, so langsam ist geschmolzen, die Butter. Das heißt, ich nehme meine Karotten und tue sie hinein. Jetzt, ganz wichtig, da mache ich den Deckel drauf. So, jetzt meine Kräuter nehme ich jetzt. Das meine berühmte Knolle. Ja, wie ich sie immer mache. Und schnibbel das schön klein. Oh, wunderbar. Und einen kleinen Schuss Wasser und machen den Deckel erstmal wieder drauf. Die Knoblauchzehe. Also 2-3 Knollen. 1, 2, 3 mit Schale. Rein. Meine Kräuter, die ich geschnitten habe, auch rein. Wir salzen die Karotten und geben Pfeffer zu. Und machen den Deckel für 2-3 Minuten wieder drauf. So, während das so um sich herköchelt, nehmen wir ab und zu mal rum und machen jetzt den Honig hinein. Ja, das ist so schön karamellisiert. Oh, wunderbar. Leute, das wird einfach super schmecken.
und lassen es weiter köcheln. Ich mache einen kleinen Test. Ich gehe auch die Hände waschen, ja. Da muss nichts mehr rein. Das ist schon fix und fertig. Deckel drauf und köcheln lassen. Jetzt gehe ich die Finger waschen, ja. So, jetzt teste ich das mal, ob die gut sind. Dafür nehmt ihr ein Messer. Ein. Oh, schön bissfest. Ich lasse trotzdem noch 2 Minuten. Ich lasse es trotzdem noch mal 2 Minuten köcheln, obwohl es eigentlich schon ja ziemlich gut ist. Und in diesen 2 Minuten mache ich meine Küche rein. Ja, es ist gleich ganz hell und eingezogen. In der Karotte. Super. Fertig. Super. Seht ihr, wie das... Oh, Leute, das riecht. Wie riecht denn an? Und probieren es. Super. Und gesund, ja? Mein Name ist Hase. Wollt ihr sehen, wie ich hase? Wenn euch dieser Clip gefallen hat, ja? Diese tragierte Karotte, wie Domenico sie macht. Dann freue ich mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico und...